Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und nachdem Dr. Strange sein erstes Abenteuer hatte, kehren nun in MCU endlich die Guardians of the Galaxy zurück mit ihrem zweiten Abenteuer Guardians of the Galaxy Volume 2. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann dieser Film an den grandiosen Erfolg des ersten Teils anknüpfen? Guardians of the Galaxy Volume 2 kehren die titelgebenden Guardians of the Galaxy zurück und diesmal werden sie konfrontiert mit dem Vater von Peter Quill. Ja, wenn ihr euch daran erinnert, im ersten Teil, Peter Quill war ein Erdling, der hochgezogen wurde, entführt wurde von den sogenannten Ravagers, die in diesem Film auch wieder auf den Plan treten und seinen eigentlichen Vater hat er nie kennengelernt. Und in diesem Fall lernen wir seinen Vater kennen, Ego, hier gespielt von Kurt Russell. Und ja, daraus entwickeln sich dann wieder einige Dynamiken. Peter versucht rauszufinden, was sein wirklicher Platz im Universum ist und allgemein gibt es wieder einiges an Zoff zwischen den Guardians. Das ist eigentlich der ganze Film, viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Und ich kann sagen, Guardians of the Galaxy Volume 2 ist ein absolut gelungenes Sequel, meiner Meinung nach in allen Riegen, die man sich nur vorstellen kann. Ich hatte einen Heidenspaß beim Schauen von diesem Film und bin rausgekommen und war vollkommen zufrieden. Der hat mich komplett entschädigt für die kleine Enttäuschung, die Doctor Strange letztes Jahr für mich war. Heidenspaß mit dem Film gehabt, von daher habe ich gar nicht so viel zu sagen. Das Art-Design muss man besonders, finde ich, nochmal loben in diesem Film. Ist noch um einiges vielfältiger und noch abgedrehter als der erste Teil, aber wirklich top-notch. Das Art-Design ist so klasse und rein optisch ist der Film eine absolute Wucht. Optisch definitiv ausgefeilste und am liebevollsten inszenierteste Film, den wir bis jetzt im ganzen Marvel Cinematic Universe haben. Also wirklich die Farben und auch das CGI, was sehr, sehr viel ist an einigen Stellen, arbeitet sich aber sehr schön in den Film ein, weil einfach die Farbauswahl auch so wunderschön ist und der Film ist halt eine richtige Augenweide. Aber ganz ehrlich, wem erzähle ich das? Ich meine, guckt euch das Poster an. Was aber das wirklich Schöne an diesem Film ist, das ist, dass dieser Film nicht so unfassbar plotgetrieben ist und in diesem Film geht's gar nicht mal so heftig um die großen Action-Set-Pieces und so, von denen natürlich der Film auch einige hat. In diesem Film stehen wirklich die Charaktere im Vordergrund. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das auch wirklich. Eigentlich alles in dem Film dreht sich nur um die Figuren. Wie halten die Guardians zusammen? Wovor hat jeder von den Guardians Angst? Und die gehen sich langsam manchmal auch so ein bisschen auf den Sack. Und was bedeutet vor allem Familie? Das ist das große Thema in dem Film. Natürlich dargestellt durch Peter Quills Vater, aber auch zum Beispiel dargestellt durch Nebula und Gamora, die in diesem Film natürlich auch wieder dabei sind. Und Yondu von den Ravagers, der hat auch eine größere Rolle in dem Film. Und eigentlich ist das ganze Thema in diesem Film nur Freundschaft und Familie. Und das fand ich so schön, dass dieser Film in der Richtung einfach so simpel war. Es geht nicht wirklich darum, wie in vielen MCU-Filmen, ah, wir haben den größten Bösen und den müssen wir jetzt platt machen oder wir müssen seinen mega großen Plan vereiteln. Da, oder zumindest in den ersten anderthalb Stunden geht es nicht wirklich darum, bis dann in der letzten halben Stunde natürlich auch wieder alles darauf hinausläuft, den großen Bösen platt zu machen. Das fand ich letztes Jahr bei Civil War sehr, sehr schön, dass der Film das umgangen hat und das Finale auf eine andere Art und Weise ausgeführt hat. Aber ja, darauf läuft es zwar bei Guardians of the Galaxy Volume 2 dann auch wieder hinaus, aber im Kern des Films geht es immer nur um die Figuren und das fand ich großartig. Es geht um die Charakterentwicklung, die sie durchmachen und da ist wirklich das Herz des Films drin und deswegen hat er mich auch als Zuschauer sehr, sehr mitgenommen beim Gucken wirklich. Es gibt viele, sehr, sehr viele lustige Szenen, der Humor ist wieder grandios in diesem Film. Nicht alle Szenen funktionieren, finde ich, was den Humor angeht. Der Film ist teilweise sehr, sehr over the top bei seinem Humor. Aber das ist okay. Das hat mich jetzt nicht so irritiert wie bei Doctor Strange. Und wir kriegen auch wirklich einiges an traurigen Szenen in diesem Film, vor allem zum Ende hin. Da haltet die Taschentücher bereit auf jeden Fall. Und wir bekommen wieder einen großartigen Soundtrack. Und ja, eigentlich hat man mit diesem Film wirklich von vorne bis hinten Spaß. Viel mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Und dieser Film verdient's. Würde es absolut verdienen, der erfolgreichste Film des Jahres zu werden, meiner Meinung nach. Und so wie es aussieht, hat der Film dafür absolut gute Chancen, weil A, es ist ein Marvel-Film und zweitens im Kino, es waren alle Altersklassen vertreten. Und das ist ein gutes Zeichen für so eine Produktion. Ja, ich hatte einen heiden Spaß mit Guardians of the Galaxy Volume 2. Ich weiß nicht, was es noch großartig dazu zu sagen gibt. Der Film ist nicht ganz so stringent erzählt wie der erste Teil. Hat ein paar Stolperfallen, so was den Erzählrhythmus angeht, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Die Charaktere stehen absolut im Vordergrund und solange der Film das Herz wirklich wieder am rechten Fleck hat, so wie der erste Teil,
ist alles in Ordnung. Und ich will jetzt gar nicht sagen, ob der Film besser oder schlechter ist als der erste. Ich würde diesen ziemlich gleich auf. Aber die werden sehr, sehr viel Spaß machen, wenn man sich die im Doppelpack anschaut. Von daher, viel mehr habe ich zu dem Film nicht zu sagen. Ich gebe dem Ding sehr gute 8,5 von 10 möglichen Punkten. Niemand wird den Kinogang bereuen. Super unterhaltsames Ding über die über 2 Stunden Lauflänge hinweg. Schaut ihr euch Guardians of the Galaxy Volume 2 an? Was ist das für eine Frage? Natürlich werdet ihr euch den Film anschauen. Hat euch dieser Film besser oder schlechter gefallen als der erste Teil? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns später beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.